dritten Sonntag nach Epiphanias. Die Sonntage im Kirchenjahr haben ja alle ihr Thema und dann besondere Punkte, die dort zur Sprache kommen. Am dritten Sonntag nach Epiphanias geht es darum, dass Menschen aus der ganzen weiten Welt angezogen werden, vom Licht und von der Liebe Gottes, von Jesus, dem Kind in der Krippe, im Stall von Bethlehem. Es gibt ja auch für jeden Sonntag ein biblisches Wochenmotto. Dies ist heute aus Lukas 13. Dort sagt Jesus: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wir hören heute von einer Frau, die das auch persönlich erlebt und erfahren hat. Ruth, eine Frau vom Beginn des Alten Testamentes, die aus dem Land Moab durch ganz besondere Umstände ins Land und zum Volk Israel kommt und dort mit Gott etwas ganz Wichtiges für ihr Leben erfährt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich möchte mit uns beten. Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du Menschen mit deiner Liebe und mit deinem Licht anziehst. Wir danken dir, wo wir das in unserem Leben erfahren konnten. Wir bitten dich, sende uns auch dein Licht in die dunklen Phasen unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr, erhelle uns mit deiner Liebe und mit deinem Licht in diesem Gottesdienst und an jedem neuen Tag unseres Lebens. Amen. Seine Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch die Söhne starben auch. Nun waren die drei Frauen allein. Da hörte Noomi, dass es in Bethlehem wieder zu essen gibt. Und sie machte sich auf den Weg nach Hause. Orpa und Ruth gingen mit. Unterwegs sagte Noomi zu den beiden Frauen: Nun kehrt um und geht zurück zu euren Eltern. Ihr habt mir viel Gutes getan und auch euren Männern, die gestorben sind. Der Herr schenke euch auch Gutes dafür. Er gebe euch wieder einen Mann.
Noomi umarmte die beiden und küsste sie zum Abschied. Da weinten Orpa und Ruth und sagten: Wir lassen dich nicht allein, wir gehen mit zu deinem Volk. Aber Noomi sagte: Nein, meine Töchter, kehrt um. Ich möchte nicht, dass es euch auch so schlecht geht wie mir. Da weinten Orpa und Ruth noch mehr. Dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter und kehrte um. Aber Ruth blieb bei ihr. Noomi sagte zu Ruth: Du siehst doch, deine Schwägerin geht zurück zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es doch auch so. Aber Ruth antwortete: Nein, ich will bei dir bleiben. Wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben, da will ich auch begraben sein. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Da sah Noomi, Ruth ist ganz fest entschlossen und sie sagte nichts mehr. So gingen die beiden miteinander weiter bis nach Bethlehem. Amen. Wissen wir vom Neuen Testament her, damit ist sie eine Frau, die eine Vorfahren von Jesus Christus sein wird. In dem Buch wird berichtet, wie sie mit ihrer Schwiegermutter nach dem Tod ihres Mannes, ihres Schwagers und ihres Schwiegervaters ins Land Israel kommt, und zwar nach Bethlehem. Bei Bethlehem, da höre ich immer schon genau hin, in der Bibel, in Gottesdiensten, da wird oft von Bethlehem erzählt. Ich denke an Psalm 23, an David, der zunächst Hirte auf der Landwirtschaft seines Vaters war. Der sagt: Gott, der ist ja so wie ich für meine Schafe da bin, immer für mich da gewesen. Und er sagt den berühmten Satz: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David wuchs auf als siebter von sieben Brüdern und er ist der König geworden, eigentlich war er einer, mit dem keiner gerechnet hat und auf den auch keiner gezählt hat. Aber er hat gemerkt, Gott, der hat etwas mit mir vor. Und am Ende des Psalms sagt er: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In Bethlehem, an irgendeiner Stelle dort, hat er begriffen, bei Gott kann ich mit meinem ganzen Leben ganz und gar zu Hause sein. 1000 Jahre später, wir sind wieder in Bethlehem. In einem Stall steht eine Krippe, darin liegt ein Kind. Und um es herum sind Menschen, die alle irgendwie ein Zuhause-Problem
haben. Maria und Josef, weil sie vom Kaiser gezählt werden sollen, sind in die Stadt ihrer Vorfahren und Verwandten gekommen und sie finden dort kein Dach über für ihren Kopf. Sie landen in einem Stall mit einer Krippe. Gottes Sohn Jesus Christus, der beginnt nicht in einem Tempel oder in einem Palast, sondern in einem Stall erblickt er das Licht der Welt und er wird später in Person. Die Hirten, die kennen nur ein zugiges Zuhause und sehnen für sich wohl nach so etwas, wie es im Psalm heißt, im Hause des Herrn bleiben, immer da. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben vermutlich recht komfortable Häuser verlassen. Und nach einer wirklich irren Wanderung durch lange Wüstenregionen sind sie angekommen, nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem und finden dort ein Zuhause für ihr Herz und fürs ganze Leben. Ruth kommt noch einmal wieder vor in der Bibel, auf der ersten Seite des Neuen Testamentes. Dort steht sie. Dort sind 42 Männer genannt, berühmte, wichtige Vorfahren von Jesus. Und unter diesen 42 Männernamen kommen vier Frauen auch vor. Vier Frauen, die in echt schwierigen Zeiten erlebt haben, wie Gott in ihrem Leben gehandelt hat. Und mit ihnen steht Ruth auf der ersten Seite des Neuen Testamentes zusammen mit Jesus. Ich glaube, das Buch Ruth, die Geschichte Ruth mit Gott, die will uns heute sagen, hey, sei gespannt, was Gott mit dir vorhat. Er rechnet mit dir, er zählt auf dich. Er meint es gut mit dir und er macht es gut mit dir. Ruth, ihr ist ein ganzes Buch im Alten Testament gewidmet. Wir haben eben schon den historischen Hintergrund gehört. Und zugleich ist es eine Geschichte der Hoffnung, trotz tiefstem Leid. Wir haben es eben gehört und vor Augen bekommen. Elimelech und seine Frau Noomi flüchten aus Bethlehem in das Land Moab, zusammen mit ihren Söhnen. Und als die Söhne groß sind, erwachsen, heiraten sie zwei moabitische junge Frauen. Dann kommt das große Leid über diese Familie. Erst stirbt Elimelech, der Mann von Noomi, und dann die beiden Söhne. Drei Frauen werden innerhalb kurzer Zeit Witwen und tiefstes Leid überkommt sie in dieser Familie. Noomi entscheidet sich, wieder zurückzugehen nach Bethlehem und sagt zu ihren Schwiegertöchtern, bleibt ihr hier in eurem eigentlichen Heimatland. Aber zunächst wollen sie das nicht und beide gehen mit. Und wiederholt sagt Noomi, kehrt um, geht zurück in euer Land. Orpa, die eine, macht es schließlich, aber Ruth, sie bleibt. Sie bleibt bei ihrer Schwiegermutter. Und von dieser jungen Frau, dieser verwitweten Moabiterin, kommt eine der größten Liebeserklärungen der ganzen Bibel, wenn nicht sogar der gesamten Menschheitsliteratur. Sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und wo du lebst, will ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Dieser Ausspruch von Gott gegenüber ihrer Schwiegermutter ist ein unglaublich starkes Zeichen von Loyalität, Liebe und Fürsorge. Es klingt wie ein treuer Schwur einer Liebenden. Tatsächlich ist dieser genau biblische Text von Ruth im Laufe der Jahrhunderte zu einem der beliebtesten Trausprüche geworden. Diese Worte sind Ausdruck tiefster Verbundenheit zu ihrer Schwiegermutter und zeigen vor allem auch Ruths Hinwendung zu Gott. Ausgerechnet nach so vielen schweren Schicksalsschlägen, Ruth hat ihren Mann, ihren Schwager, ihren Schwiegervater verloren, da bekennt sie sich zu Gott. Da, wo andere Gott in Frage stellen würden, macht sie sich an Gott fest.
Ihre Lebensgeschichte kann uns ermutigen, gerade auch in schwierigen und verworrenen Zeiten, wie diesen, durch die wir jetzt gehen, nach neuen Möglichkeiten zu suchen und Hoffnung zu haben oder wieder zu bekommen. Ruth und ihre Schwiegermutter, sie haben getrauert und geweint um ihre Männer. Deshalb sind sie nicht hart geworden gegen sich selbst und andere, sondern sie können einander zuwenden. Nächstenliebe fließt zwischen ihnen. Trotz allem, trotz diesem schweren Leid, gehen sie ihren Weg und sind in Kontakt mit Gott. In diesen Tagen und Wochen sind viele sozusagen Corona-müde geworden und das ist auch verständlich. Die Einschränkungen machen Mühe für den Alltag. Und die Frage, wie lange noch, ist immer wieder zu hören. Keiner kann sie beantworten. Die Frage ist auch, wie gehen wir damit um? Die eine Möglichkeit ist, sich aufzuregen, sich ständig zu ärgern, darüber wütend zu sein, dagegen anzukämpfen. Und die andere Möglichkeit, den Ärger wahrzunehmen, die Wut wahrzunehmen, die Traurigkeit wahrzunehmen, was alles abgesagt wird, was nicht stattfindet. Und darin nicht stecken zu bleiben, sondern sich bewusst zu machen, was geht, was wir trotzdem haben. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen und Trinken, wir können Lebensmittel weiterhin einkaufen. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir haben das Telefon, wir haben das Handy, wir haben die Karte zum Schreiben und wir haben viel mehr Zeit. Die Frage ist, was mache ich mit dieser Zeit, die mir ganz anders und vielleicht neu geschenkt wird? Drei Impulse für Ihren Alltag zum Schluss. Erstens, schenken Sie anderen Ihre Zuwendung, so wie es die beiden Frauen in unserer Geschichte getan haben. Möglich ist das durch eine Karte, durch einen Telefonanruf, durch eine SMS. Gerade in diesen Zeiten mit den wenigen Kontakten. Zweitens, gehen Sie mit Gott ins Gespräch. Die beiden Frauen in unserer Geschichte heute haben trotz der schweren Verluste an Gott festgehalten, getrauert, geklagt, Gott das Leid vor die Füße geworfen. Sagen Sie Gott alles, was Sie belastet, was Sie nervt, was Ihnen Mühe macht, gerade jetzt in dieser Zeit. Und drittens, lenken Sie Ihren Blick auf das Positive im Alltag. Vielleicht, indem Sie abends sich aufschreiben, was war an diesem Tag positiv. Sei es der kurze Sonnenschein oder das freundliche Lächeln der Verkäuferin in einem der Supermärkte. Dass wir den Blick bekommen für das Positive, für das, was Gott uns schenkt. Für seine Spuren, die manchmal ganz unscheinbar zu sein scheinen im Alltag. Sodass wir darauf vertrauen, dass Gott uns begleitet und darauf vertrauen, dass es irgendwann einmal wieder anders wird. Und wir im Rückblick erkennen, ja, da hat Gott sich auch gezeigt in meinem Leben, in meinem Alltag, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht erkenne. Jochen Klepper hat es in einem Lied so ausgedrückt: Ja, ich will euch tragen bis ins Alter hin und ihr sollt eins sagen, dass ich gnädig bin. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen. Amen. Thank you.
Bethlehem gibt es nach wie vor. Vor 11 Jahren durfte ich dort Israel kennenlernen und mit unserer Reisegruppe waren wir natürlich in Bethlehem und haben auch das Kinderkrankenhaus besucht. Unterstützt wird es von der Caritas und einer Kirchengemeinde in Kassel, mit denen ich zusammen dort war. Es ist deshalb dort so wichtig, weil es keine Krankenversicherung gibt. Wir stellen uns vor, im Jahr werden dort 50.000 Kinder zwischen 0 und 18 Jahren behandelt. Vor 2 Jahren sind Inkubatoren von diesen Spendengeldern angeschafft worden, dass auch die Frühgeborenen dort entsprechend medizinisch behandelt werden können. Und immer wieder geht es vor allen Dingen darum, dass die Kosten, die einfach durch eine Behandlung entstehen, gedeckt werden. Da haben wir schon in unserer Kirchengemeinde in Selsingen des Öfteren dafür gesammelt und laden ein, das heute auch anlässlich des Ortes Bethlehem zu tun. Wir freuen uns über Ihre Spenden, wenn Sie sie abgeben können, in einem Umschlag an unserem Kirchenbüro am Fenster, montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr. In Gottes Gegenwart zünden wir ein Licht an und wir beten für alle Menschen, die unter einer Krankheit leiden und für alle Menschen, denen die derzeitige Situation besondere Schwierigkeiten bereitet. Wir zünden ein Licht an und beten für alle Menschen, die im Gesundheitswesen und in der Pflege tätig sind. Wir bitten um Liebe und Kraft und um Anerkennung und Hilfe für sie. Wir zünden ein Licht an und beten für alle, die einen geliebten Menschen durch den Tod verloren haben. Wir zünden ein Licht an und beten für alle, die besondere Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir bitten um Frieden in Europa und Amerika, in Afrika, in Asien und Australien. Wir zünden ein Licht an und beten für alle, die in Kindergärten und Schulen arbeiten. Wir bitten für unsere Kinder und Jugendlichen und für alle, die für sie da sind. Und gemeinsam beten wir, wie es Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Ihnen den Segen Gottes für diesen Tag und die neue Woche zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.